Einen wunderschönen guten Tag aus Sevilla. Ich bin gelandet, bin gerade in die Stadt gefahren, laufe jetzt gerade Richtung Airbnb. Da kann ich aber erst in einer Stunde einchecken, das heißt, ich gehe vorher noch was Kleines essen oder so. Und bis dahin verbummel ich jetzt noch ein kleines bisschen Zeit. Morgen ist dann der erste Tag Shisha-Messe. Dafür bin ich übrigens auch nach Sevilla, aber das habt ihr euch anhand vom Videotitel wahrscheinlich gedacht. Und dann gucken wir uns mal an, was die spanische Shisha-Messe zu bieten hat. Gucken noch nach ein paar Estancos, vielleicht gehen wir noch ein paar Bars, essen leckere Sachen. Ist gut. Alrighty, Airbnb-Tour, Freunde. Wir haben Küche, wir haben Couch-Ecke, dann haben wir Schlafzimmer Nummer 1 und Schlafzimmer Nummer 2 mit Bad Nummer 2. Und that's it. Klein, aber fein. Und was wichtig ist, gucken wir uns noch auf dem Dach an. Ja, du. Klein, aber fein. Sehr nett, wie warm. Angenehm, sehr angenehm. Also könnte man instant reinspringen, aber ist auf Dauer schon eine geile Abkühlung. Dann haben wir noch eine Chill-Out-Area. Auch geil. Not bad. Da sehe ich uns doch heute Abend bei einer Pfeife. Rauchen scheint ja erlaubt zu sein, wenn da Aschenbecher stehen. Können wir doch. Da haben wir Steckdose. Geil. Kohle geht an, basically. Ja, nice. Lässt sich aushalten und dann zwischendrin ab und zu mal in den Pool springen, wa? Ich bin ein fauler Dummkopf. Vielleicht bin ich auch nur faul, weil genial in Spanien, es gibt die Glovo-App, kurz runtergeladen, Carrefour gefunden und alles vor die Haustür bringen lassen in 30 Minuten. Geisteskrank, Digga. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte 10 Liter Wasser geschleppt, die sind dann kurz mit dem Roller hergeheizt, fertig. Einkauf erledigt, Digga. Wichtig. So, jetzt geht's noch essen mit Alex und seiner Freundin, also wieder der Alex von Stimulation. Und morgen ist ja erst Messetime. Um 9:30 kommt dann der Marc, der mit bei mir im Airbnb ist, beziehungsweise dem eigentlich das Airbnb ist und ich bin mit dabei. Ja, aber jetzt erstmal lecker, lecker essen. Sentimiento, son puro sentimiento. Ewig beim Abendessen gesessen, jetzt geht's heim. Also zwischen 17 und 20 Uhr war es wirklich gottlos heiß. Jetzt haben wir 9:30 und jetzt ist es so todesangenehm. Das ist geisteskrank, die Sonne ist untergegangen, ist alles ein bisschen im Schatten. Trotzdem noch super schön angenehm, leichte Brise. Das ist ein Traum, Freunde. Der Bro hat gerade so massiv den Körb mitgenommen, aber das juckt in Spanien nicht so hart. So, wir haben noch den Marc eingesammelt. Der Boy war schon in Spanien, ist jetzt weiter geflogen. Wo warst du? Alicante. Ja, mal kurz von Alicante rüber nach Sevilla. Und wir haben beide noch Bock auf eine Pfeife. Und deswegen testen wir jetzt eine Shisha-Bar hier in Sevilla. Direkt unter den Pilzen, sieht übertrieben geil aus. Mal gucken, ob die Pfeifen auch übertrieben geil sind. Okay, ich habe ihn gefragt, ob sie Darkblend haben. Dann hat er es gedacht, ich will Zigarettentabak. Dann haben wir uns verstanden, aber es gibt keinen Darkblend. Aber dann kriege ich jetzt einen Doppelapfel. Doble Manzana. Stößchen! So, Freunde, die Pfeifen sind da. Wir sitzen tatsächlich genau unter dem Ding. Angenehme 26 Grad hier nachts. Wir sind uns noch nicht ganz einig, ob das maybe Fake-Alphas sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Bohrung sieht ein bisschen anders aus. Und auch der Schlauchanschluss. Also entweder ist es der beste Fake, den ich jemals gesehen habe, oder ich Chiparras. Das sind übrigens so klassische spanische Setups hier. Schön mit der Alufolie und dann entweder noch ein Apple on top oder ein Sieb oben drauf. Und drei Carbones, also Kohlen. Ich habe einen Doppelapfel, Marc hat einen Traube Minze. Durchzug ist eher so optional. Aber an sich, also dafür, dass es kein Darkblend gibt, ist es trotzdem noch relativ zufriedenstellend. Und Preis dafür, dass wir hier mitten auf einem der Hauptplätze in der Stadt sind, ist 15 Euro, finde ich eigentlich fair. Ja, Rauchentwicklung zeige ich euch. Geht, sage ich mal. Warum
ist so sympathisch. Hallo. Hallo. Wir haben noch Zuwachs bekommen. Wie war der Schlaf? Meiner war gut. Also, 3 Stunden im Flieger. Seit immer noch im Flugzeug, aber... Wann bist du geflogen? Um 6. Wann bist du los zum Flughafen? Zu denen bin ich um 9 los. Aber wenn man noch geraucht, ne? Ja. Also. Jesus. Und jetzt Frühstück? Jetzt Frühstück. So, noch schnell Frühstück reinfetzen und dann geht's zum ersten Mal auf die Messe. Aber leider wieder ein Erlebnis, was man oft hat. Super viele Estancos haben ganz wenig Auswahl an Shisha-Tabak. Und die allerwenigsten haben dann auch noch Dark Blend. Also die Suche nach dem Mustave geht weiter. Wo gehen die Deutschen einkaufen, wenn sie in Sevilla unterwegs sind? Natürlich noch kurz zu Aldi in Wasser schnappen. Ganz wichtig, im Aldi noch Wasser gezogen. Und jetzt warten wir hier seit 13 Stunden auf das Uber von, nee, was haben wir? Cabify. Cabify. Leider ja. Richtig. Ja, mal gucken, wann wir auf der Messe sind. Mose und Ukraine, ihr habt zusammen den Stand. Ja. Und wir fahren jetzt rüber und bauen schon mal Pfeifen auf. Aber Messe in Spanien ist tatsächlich von 18 bis 24 Uhr. Und wenn ihr irgendwann mal auf die Messe geht in Spanien, geht auf keinen Fall vor 20 Uhr hin, weil dann werdet ihr in der Hitze einfach sterben. Wir haben jetzt schon 29 Grad und das wird noch heißer bis Sonnenuntergang, heizt sich das hier alles geisteskrank auf. Aber kommt und dann wird es wieder angenehmer. Vorsichtstand, weil das der erste Stand, der im Schatten sein wird. Hoffentlich. Wenn ich jetzt in der Sonne Pfeifen aufpasse, also, bin ja, ich traurig. Jetzt ist er noch nicht im Schatten. Jetzt kein Schatten. Let's go! Heute nur zum Aufbau ein bisschen da, aber das ist mal ein Vorplatz für eine Messe, oder? Unser Zuhause für die nächsten Tage. Und die anderen sind auch schon fleißig am Aufbauen. Oh, Escher ist auch da. Nice. Wunderbar. Ja, ein bisschen was ist noch zu machen bis heute Abend, I guess. Mose einfach 3000er IQ. Die haben einfach einen AirTag mit die Palette geschmissen und jetzt piept hier die Palette. Ich glaube, das ist eure, wa? Ja. Stark. Bitte. Aufgebaut, wir haben uns noch unsere Pfeifen fürs Airbnb geschnappt. Jetzt ist es aber erst 13 Uhr, Messe geht um 18 Uhr los, aber vor 20 Uhr muss man als Besucher nicht da sein, weil es einfach 5 Milliarden Grad warm ist. Das heißt, wir fahren ins Airbnb, besorgen Essen, machen Pfeifchen, hüpfen in den Pool, was man so macht an Messevorbereitung, ne? Dein Leben, du sitzt hier mit deiner eiskalten Coca-Cola Zero und der Herr Mose himself. Bordköpfchen. Was rauchen wir Leckeres? Kannst du sich hochladen, es steht was hinter mir, was man nicht zeigen darf. Oder? Sieht man nicht. Okay. Aber jetzt will jeder wissen, was da steht. Und was rauchen wir? Wir rauchen Jungle Juice, Shock Apple und eine Geheimsorte, die du erraten darfst. Okay, wild. Ja, und damit geht's dann gleich hoch an Pool und Pfeife. Unser Essen ist bestellt. Ist gut. Oh, Digga, jedes Mal, wenn du dich bewegst, wird jeder so sein, was steht da? Was steht da? Zeig mal, geh doch mal einen Schritt zur Seite. So eine schöne Pfeife auf der Dachterrasse, aber ich bin gleich am Arsch. Gleich bin ich in der Sonne. Und dann ist hier Game Over. Aber es ist auch wirklich sogar im Schatten fast so heiß drauf. Das ist geisteskrank. Direkt neben Airbnb ist übrigens die Kathedrale. Und die ist jetzt Startpunkt Reisegruppe Super Allmanns auf zur Messe. So, dann sind wir auf der Messe angekommen. Ich mache euch jetzt ein kleines Voice-Over, weil auf der Messe lief überall unglaublich laute Musik. Das heißt, da ging mit Filmen leider gar nichts. Als erstes war unsere Homebase, das war sozusagen der Ukraine-Stand. Da seht ihr einmal die Liste. Das war nämlich dieses Mal nicht nur Ukraine und Blaze, sondern auch noch eine neue andere Marke, und zwar Anda. Anda, Andalusia, Andalu Shisha. Das ist ein spanischer Influencer, mit dem Hukain jetzt eine eigene Marke gemacht hat in Spanien. Anscheinend geht das da drüben wohl leider. Bei uns ginge das ja leider nicht. Aber die haben jetzt auf jeden Fall eine Line zusammen gemacht. Da sind noch ein paar Virginia-Flavor nach seinen Vorstellungen dazugekommen. Und da haben wir an dem Stand dann eine schöne Emotion Future geraucht, weil Mose war auch mit an dem Stand. Das heißt, sie haben sich dieses Jahr den Stand auf der Messe einfach geteilt. Mose hat die Pfeifen gestellt, Hukain hat den Tabak gestellt, beziehungsweise Hukain Blaze und Co. Und wie so oft bei Hukain muss man da höllisch aufpassen. Ansonsten hat man am Ende viel zu viel Alkohol drin und auch deutlich mehr, als man das möchte. Ich bin da mittlerweile standhaft, da kommt ein ganz böses Nein, ich trinke nur Wasser oder Cola Zero. Und dann passt das bei mir meistens, aber ja, den Marc hat sie erwischt und der Martin kam dann mit der Riesenjägerflasche. Ich habe mich dann doch lieber um meine Pfeife gekümmert, aber war für den einen oder anderen Joke auf jeden Fall sehr gut zu haben. Und ich glaube, da ging bei den Jungs an dem Wochenende auf dem Stand wieder das ein oder andere Bier weg. Bin ja nicht so groß, was Alkohol angeht. Ich habe mich dann eher
um die lecker Pfeifchen gekümmert. Und um die Pfeifen mussten wir uns auch kümmern, weil, wie ihr jetzt seht, haben wir ordentlich Köpfe vorgebaut. An dem Abend, das war sozusagen der Freitagabend, und da war das erste Deutschland-EM-Spiel. Und ich muss sagen, ich war gar nicht im EM-Hype, aber der Aljoscha, also Hukays, war sehr im EM-Hype und er hat uns damit dann irgendwie nach und nach alle angesteckt. Und da waren wir dann smart genug und haben uns erstmal ordentlich Köpfe für vorgebaut. Es gab leider nicht so viele Sorten von Blaze, aber ich habe den Kiwi und den Traube genommen. Ja, und dann bin ich noch ein bisschen über die Messe gelaufen, habe mir noch ein paar Sachen schnell angeguckt, bevor das Deutschlandspiel losging. Aber da war es dann auch schon Zeit. Der Mann hat Motivation. Und wir haben Shisha. Eröffnungsspiel geht los. Wir gucken aus Sevilla. Zweites Ründchen, zweite Halbzeit. Wichtig, aber das läuft ja ganz von alleine hier. Und dann hat die Messe noch ein richtiges Feuerwerk veranstaltet. Also literally, die Show ging auch wirklich unglaublich lange. Aber hier nochmal eine kleine Aufnahme. Deutschland-Spiel lief sehr, sehr gut. Bin gespannt, was die uns noch so leisten. Und ich bin dann noch ein bisschen über die Messe gelaufen und habe euch einfach nochmal ein paar Eindrücke von den verschiedenen Ständen zusammengefilmt. An dem Abend habe ich noch nicht so viel Zeit damit verbracht, an den einzelnen Ständen wirklich irgendwie Informationen zu suchen, gucken, was es Neues gibt. Erstmal so einen groben Überblick verschafft, ein leckeres Pfeifchen beim EM-Spiel geraucht. Und ich kann sagen, ich war auf der Messe. Aber ich muss sagen, am ersten Tag habe ich noch gar nicht so viel von der Messe mitbekommen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Es gab ja auch noch den Samstag und den Sonntag. Und da seht ihr jetzt gerade noch im Hintergrund den Bengala-Stand. Korps ist auch eine spanische Marke, die man bei uns leider fast gar nicht kennt. Kismet war aber am Start. Das war ein großer Stand von dem Fagon Wholesale. Also es ist ein Großhändler in Spanien und der hat eben auch viele deutsche Marken. Und unter anderem eben auch Kismet, Holster und Co. Und dementsprechend hatten die technisch gesehen keinen eigenen Stand, aber basically schon einen eigenen Stand. Dann war ich noch bei Crown und bei vielen, vielen anderen Ständen. Also es gibt schon einige Marken in Spanien, die wir hier noch gar nicht bei uns kennen. Teilweise muss ich auch sagen, zu Recht. Also die würden wahrscheinlich auf dem, ich sag mal, hochqualitativen deutschen Markt nicht so klarkommen oder eher untergehen und dann wahrscheinlich nicht so gut bestehen bleiben. Aber in Spanien sind davon einige relativ beliebt. Dann gab es noch den Dark Blend von Dosei. Und da war ich noch beim Hispa Kachimba Stand, die eben auch noch ein bisschen Tabak mit dabei haben. Und auch cool, die deutschen Freunde von Fun44, die waren auch am Start. Und da habe ich auch noch kurz Hallo gesagt. Und am nächsten Tag habe ich sogar noch mit Ali und Yannick eine Runde Magic Towers gezockt. Und bei Hispa Kachimba gab es auch noch eine sehr coole Sache. Die hatten unter anderem sehr viele neue Köpfe. Und einen davon zeige ich euch auch später noch mal ein bisschen genauer, aber den habe ich mir dann sogar geholt. Ich glaube, ich schwenke sogar jetzt komplett bis rüber. Nee, aber da habt ihr die nächste Aufnahme, und zwar den Sneakerkopf. Ich bin mir relativ sicher, dass der von der Performance her nicht krass sein wird, aber ich fand ihn irgendwie cool. Der hat nur 15 Euro gekostet und ich dachte mir, selbst wenn ich den ins Regal stelle, ist das unglaublich geil. Und dann gab es den Papa von der Baba Bowl. Also die hatten da noch einen riesen Kopf und Shisha Presso hat auch wieder einen riesen Stand. Wie schon in Frankfurt, 27er war da, also auch von den deutschen Marken hat man auf jeden Fall einige dort gesehen. Das ist auf jeden Fall mal geil. Also ich mag diesen internationalen Austausch sehr, sehr gerne. Wenn du die deutschen Marken in Spanien auf der Messe siehst und auch wenn du spanische Marken in Deutschland auf der Messe siehst. Bei Blackburn haben die irgendwie sehr früh abgebaut. Da habe ich am Freitagabend gar nichts mehr gesehen. Dann bin ich noch zu La Capsula. Bei Nameless bin ich noch vorbei und einfach mal so einen kleinen Ersteindruck von allen Ständen. An dem Stand sollte ich auch nochmal sein, weil die da doch das ein oder andere coole Etwas haben, was jetzt mit mir auf dem Weg nach Deutschland ist. Und da hat man auch viele, viele ausgefallene Köpfe gesehen. Ich glaube, ich zeige euch dann am Samstagabend auch nochmal einen Kopf, den ich bei Bengala gefunden habe, der viel verspricht und wie viel er halten kann, gucken wir uns wahrscheinlich dann mal im Stream an. Also da auf jeden Fall gerne nochmal in den Stream reingucken. Dienstag, Donnerstag, Sonntag ab 19 Uhr. Da werden wir auch die ganzen Mitbringsel aus Spanien uns noch angucken. Die Regal-Pfeifen fand ich unglaublich nice. Muss aber sagen, dass die wirklich viel zu teuer sind. Ne? Also so eine mittelgroße Regal ohne Kohleteller und ohne Bowl kostet 800 Euro. Obwohl wir bei hohen Preisen sind, da sind die Mason-Produkte auch direkt gut aufgehoben. 187 war auch mit am Start bei dem Joker/Catalia-Tabak. Und dann ganz am Ende natürlich auch nochmal bei Hukain vorbei. Und das war es praktisch schon für den Freitag. Ne? Nochmal geguckt, wie es den Jungs geht. Die waren, wie gesagt, auf jeden Fall schon sehr fleißig am Cerveza trinken. Und dementsprechend ging das denen dann auch. Und dann noch den Mosi und den Marc besucht, die da auch mit am Start waren. Aber die wurden leider auch schon sehr, sehr von Hukain hier mitgenommen, sag ich mal.
Am Azure-Stand habe ich auch noch mal vorbeigeschaut. Ich hatte ja noch die große Hoffnung, dass ich vielleicht bei Azure dann doch was einkaufen kann. Die sind leider sehr, sehr hartnäckig geblieben. Egal wie oft ich vorbeigegangen bin, egal wie oft ich gefragt habe, ob ich da was kaufen und mitnehmen darf. Leider nein, die wollten mir keinen Tabak verkaufen. Und es war leider dasselbe Problem, das wir auch schon in Frankfurt haben. Sie waren zwar auf der Messe, sie haben ihren sehr, sehr leckeren Tabak präsentiert. Sie haben aber weder was verkauft, noch gibt es diese Marke aktuell in Spanien zu kaufen. Und danach, oh und Freunde, nach der Messe, schön essen. Ein Ort, an den ich immer gerne komme, direkt neben der Messe, gibt es La Posada del Duque. Und hier gibt es unglaublich geiles Essen und da haben wir jetzt shit tons auf Essen bestellt. Wichtig nach der Messe, müsst ihr euch mal geben. Es ist 10 vor 12, du gehst hier in ein Restaurant und bestellst Essen. Und er meinte eben noch so, ja, wenn es nicht reicht, bestell danach noch mal mehr. Okay. Peinlichsten Scheiß-Touristen, Alter. Das war der ärmste Uber-Fahrer ever. Der Marc hat ihn ungefähr 8 Stunden zugetextet, dass er doch gerne Musik hören würde. Der arme Mann hatte gar keinen Bock mehr auf sein Leben. Dann kam Danza Kuduro und die sind komplett ausgerastet. Beweisclip folgt. Hallo. Wie ist der Pool? Ich glaube, das funktioniert besser, wenn du drinnen sitzt, so wie der Marc. Ja, aber ist kalt, glaube ich. Ist kalt? Ja. Quatsch, war gestern auch schon drinnen. Also auf jeden Fall unsere Dachterrasse. Schön Kaffee mit hochgenommen. Jetzt rein da. Springst du rein? Nee, ich wollte dich reinschubsen, aber jetzt bist du aufgestanden. Ich darf euch wieder nur eine Pfeife zeigen, aber wir hatten zwei und ich kann so den Kopf filmen. Ja, da ist die zweite Pfeife. Und jetzt ist langsam Happa-Happa-Time, oder? Happa-Happa-Time. Erst Dusche, dann Happa-Happa-Time. Reisegruppe zieht weiter, die Abkühlung im Pool hat gut getan, aber jetzt brauchen wir Nahrung und deswegen geht's zu La Choza de Manuela, ein Restaurant, was ich übertrieben liebe und schon einige Male hier war. Jetzt sitzen wir hier gerade vor der Kathedrale, genießen das Wetter, genießen die Aussicht und warten auf unseren Uber. Ja, we are. Oh, wir sind da, Freunde. Ja, that's the people. Ja. Freunde, für alle OGs, die den Sevilla-Vlog 2022 gesehen haben, die werden wissen, La Choza de Manuela war überragend. Ob es immer noch überragend ist, gucken wir uns jetzt an. Ganz authentisch, du findest hier keinen Super-Allmann, außer natürlich uns. Den Tipp haben wir damals von Johannes gefunden oder bekommen. Und das Essen war so geisteskrank geil. Also wenn ihr in Sevilla seid, nehmt euch 20 Minuten in Uber, kommt zu La Choza de Manuela oder ihr wartet noch ab, bis jetzt das neue Fazit kommt. Wir berichten. Okay, das Wichtigste, Freunde, die Vorspeisen haben letztes Jahr 2,50 Euro gekostet. Digga, die sind immer noch insane günstig. Guck dir das an. Chorizo ziehen, 2 Euro, Digga. Das ist geisteskrank. Cerdo ist Schwein. Schweinehauptspeise, 7 Euro. Was für Inflation, Bruder. Das ist so krank. Wo ist Wagyu? Es gibt auch irgendwo Wagyu. Hier Wagyu immer noch 32 Euro. Geisteskrank. Also wir sind zu zweit hier und wir haben shit tons auf Essen bestellt. Wir haben 4 Vorspeisen und 2 oder 3 Hauptgerichte. Aber es ist so geil, es kostet so wenig und es ist so lecker und es ist so authentisch. Und das Erste, was da ist, ist hier dieser Kartoffelsalat. Und der heißt schon Patatas Ali Oli, also Aioli auf Spanisch einmal. Also wahrscheinlich shit tons auf Knoblauch. Ich glaube, da bist du ready für. Attacke. Step 2, Pimentos de Padron und natürlich Croquetas con Jamón. Dann der nächste Step, Pollo Frito, also frittiertes Hähnchen und auch noch auf Pommes. Und auch allein das wieder preislich. Pollo Frito
Der Teller 5 Euro. Bruder, was? 5 Euro? Ich könnte mich hier totfressen. Das grenzt an Völlerei. Und dann noch eins der absoluten Highlights hier. Natürlich wieder Schwein, aber das Iberico-Schwein. Da sind sie ja unglaublich stolz drauf, aber mit Recht. Das ist einfach eine Wucht. Einfach ultra geil. Und jetzt fehlt uns, glaube ich, noch eine Sache. Und egal wie viel Hauptspeise es gab, Freunde, ein schöner Espresso, der regelt das. Und dann kann man auch noch mal zu den guten alten Postres und sich für 3 Euro ein schönes Stück Kuchen reinfetzen. Ist das geil. Käsekuchen mit Blaubeeren und Schokomousse-Torte mit Mandel. Ultra geil. Speisen wie Gott in Spanien, Freunde. Restaurant, wo ich schon 2022 war, mich verliebt habe und wir eben gerade wieder waren. Es war übertrieben geil. Wir hatten 4 Vorspeisen, jeder ein Getränk, 3 Hauptgänge, zu zweit vor allem, 3 Hauptgänge, jeder noch ein Espresso, jeder noch ein Stück Kuchen, 53 Euro. Es ist so geil günstig und es ist übertrieben lecker. Das Ding ist irgendwo an so einer Landstraße. Sie ist kein Allmann. Es ist das Geilste, was es gibt. Yannick und ich sind auf dem Weg in eine Mall, laufen hier rum, sehen so, ey, da gibt's Bowling, Sportsbar, dies, das. Dann haben wir, oh, maybe morgen hier schöne Runde bei EM gucken. Und dann sehen wir auf einmal das da, Digga. Eine schöne Pfeife fetzen in der Sportsbar und dazu ein kleines EM-Spielchen. Nett. Also Pfeifenauswahl, naja, geht so, ne? Aber immerhin haben die Pfanne, Alu und Kaminsiebe oben drauf. Also geht schlimmer. Und so ein kleiner Toaster da, geil. Die Mission war nicht erfolgreich. Ich wollte eine Powerbank. Wir haben keine Powerbank gefunden, also muss ich mein Handy immer ganz schnell laden, wenn wir kurz im Airbnb sind. Speaking of Airbnb, da fahren wir hin, dann sammeln wir noch Ali ein und dann messen. Ja. Ja. Wichtig, nicht vor 8 Uhr auf die Messe gehen. Durch gewisse äußere Umstände, unser Uber-Fahrer hat uns verarscht, also nicht bewusst, aber der ist 13 Mal im Kreis gefahren. Ist jetzt relativ spät, dafür sehr angenehm und wir gehen auf Tag 2 der Shisha-Messe und damit gebe ich wahrscheinlich wieder ab ins Voice-Over, weil Musik ist gottlos laut. Ja, vielen Dank, Marvin. Und damit willkommen zurück beim nächsten Part von Voice Over Marv. Ich bin als erstes zum Blackburn-Stand gegangen. Der war ja am Tag davor schon leer geräumt, aber da wollte ich auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, weil da war natürlich die Frage, gibt es da Sorten, die es bei uns nicht gibt? Was kostet Blackburn in Spanien? Weil Blackburn ist ja noch relativ neu in Spanien. Neue Sorten habe ich leider nicht entdeckt und auch in den Estancos, in denen ich dann danach noch war, war das leider sehr, sehr mager. Ich habe jetzt noch ein bisschen Blackburn gefunden, aber dafür zeige ich euch später im Video noch ein bisschen mehr. Aber da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was probiert und ein bisschen Blackburn genossen. Aber dann bin ich nochmal zu Azure, um meinen zweiten Anlauf zu starten von Hallo, ich wolle kaufe Tabak, bitte gebe Tabak, ich nehme mit nach Deutschland. Wieder ohne Erfolg. Also die Azure-Jungs waren wirklich leider geisteskrank hartnäckig. Und hier ein Paradebeispiel. Die Spanier, also an alle Hersteller, der Tipp, wenn ihr irgendwann mal einen Stand in Spanien macht, nehmt einfach massenweise Freebies mit. Egal, was ihr da rumschmeißt, die Leute rasten komplett aus und finden es übertrieben geil. Also die Spanier lieben einfach kleine Geschenke. Ich meine, guckt euch das an, wie da alle hinflitzen. Das war wirklich Wahnsinn. Und die Stände haben das auch richtig getaktet. Ne? Hatte so erst der Almasiva-Stand hatte Freebies, dann gab es bei Hukain/Mose Freebies und dann sind da alle geschlossen rübergewandert. Oh, und wo ich hingerannt bin, sind diese Bowls. Schreibt mir der Marc, ein Kollege, ey, kannst du mir eine Bowl mitbringen? Ich so, Bruder, ich bin nur mit Handgepäck. Er so, okay, geht das irgendwie anders? Dann habe ich bei Mose gefragt, könnte ich das mit auf die Palette schmeißen, die ihr mit nach Hause schickt? Und dann haben wir diese unglaublich geilen weißen Bowls da gekauft. Da freue ich mich drauf. Werden wir auch im Stream testen. Und da freue ich mich auch drauf. Konnte ich leider wieder nicht kaufen. Von Blackleaf, den haben wir ja schon auf der Messe in Frankfurt gesehen, den Kaschmir-Pflaume. So ein Brett an Tabak. Aber wollten die auch dort leider nicht verkaufen. Hatten die nur zum Probieren. Dann bin ich nochmal zu Kismet rüber, zum
zum Michael, der ja schon mit einigen überragenden Tabaksorten, Köpfen und so weiter überzeugt hat. Da habt ihr ihn gerade kurz links gesehen. Übrigens auch saugeil. In Spanien auf der Messe ist ja unglaublich heiß. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt jetzt. Aber das ist so ein geiler Lifehack, dass sie die Pfeifen bzw. die Bowls einfach in so einen Kanister stellen und da noch ein bisschen Eiswasser drauf kippen. Und das macht so einen krassen Unterschied, das glaubt man nicht. Dann habe ich noch die Pfeifen entdeckt. Das waren Tangiers gebrandete Anima-Pfeifen. Die hatten wir auch schon auf ein paar Messen. Und dann die vorhin besagte Runde Magic Towers gegen Ali und Yannick. Ihr dürft ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer ihr denkt, wer da gewonnen hat. So, zweiter Tag Messe rum. Heute hat uns Uber ein bisschen hops genommen, deswegen sind wir viel zu spät gekommen. Es tut mir leid, wenn das alles nicht so zusammenhängend hier ist. Es ist hier wirklich eher so ein Rumhängen, Pfeife rauchen, entspannen. Es ist unter freiem Himmel, es ist geiles Wetter, es hat einfach die richtigen Vibes. Und das genieße ich dann halt komplett, vor allem, weil ich in Frankfurt so wenig Zeit hatte. Ich will mich nicht darüber beschweren, aber es ist sehr schön, dass ich hier eben sehr, sehr viel Zeit habe und einfach rumbummeln kann, Sachen probiere, mal hier ein bisschen filme, da ein bisschen rauche. Das ist einfach geil. Und jetzt ist schon wieder Mitternacht und um 12 macht die Messe zu. Also machen wir jetzt zu. Das ist so wild. Ali und sein Kumpel Yannick haben einfach da vorne, hier so, ihr Airbnb. Und wir sind einfach hier vorne links. Und das wusste niemand. Das ist wirklich Zufall. Aber unsere Airbnbs sind Luftlinie halt 30 Meter auseinander. Das ist so wild. Wir haben hier den El Maestro de Cazoleta. Du sabes que es Cazoleta? Oui. Ese es un Cazoleta. Una Cazoleta. Ah, una, sí. Entiendes, sí. Und er hat hier auch ganz feine Sachen mitgebracht, du. Ein schöner Kaschmir-Mango von Tangiers. Was ist das für ein schönes Gerät? Achso, da oben steht's, Louis. Ja, ich bin die deutschen Verpackung gewohnt, ne? Ja. Mhm. Grapefruit von Blackburn. Und dann noch das Gerät hier, Freunde. Und das Gerät, das schnuppert ganz, ganz fein. Und den darf ich jetzt probieren? Ne. Doch nicht? Oui. Oui. Ja, also, wir machen nur lecker Köpfchen hier, das auf der Dachterrasse. Ich bin frisch hier duscht, wunderbar. Warum baust du gerne mit Händen? Ich hab fürs Feeling einfach. Ich finde das Feeling irgendwie geil. Weißt du, warum ich... Also, ich verstehe das mit dem Feeling eigentlich, aber weißt du, warum ich es nicht mag? Weil alles an den Händen hängt. Ja. Und ich immer das Gefühl habe, ich verschwende so todesviel Tabak, dass es mir einfach wehtut. Nee, das geht eigentlich. Kriege ich pur Fitchi oder rauche ich noch einen Mix? Ich kann dir auch gerne noch einen Mix bauen, aber wenn du es richtig... Kaufst du ja pur. Ich finde den pur ist gestört. Dann probiere ich pur. Ich finde pur ist bei denen schon sehr, sehr geil. Und UPG beste für Satyr oder magst du allgemein? Sowohl als auch. Ich hab ihn wieder ein bisschen zu schätzen gelernt. Ich habe ihn letztens auch ein paar Mal wieder benutzt. Und ich finde, also ich, dafür, dass der so günstig ist, finde ich schon sehr geil, weil 15 Euro ist halt schnapper und meistens kriegst du ihn sogar noch günstiger. Und Lifehack. Jetzt habe ich den Move verpasst. Das ist der Triple-Kratzer No-Waste-Move. Mhm. Ziehst einfach nur deine Finger so ein bisschen ab. Ja, gut. Also bei mir habe ich halt wirklich immer das Gefühl, so, dass da noch so... Ach, guck mal, was da hängt, Digga. Das ist auf so eine 100-Gramm-Dose gerechnet, geht aber weg. Ja. So ist fertig? Nee, so ist fertig, ja. So brauchst du den Kopf jetzt. Geil. Genauso mit so viel Kontakt. Geil, ich habe vor allem Bock auf dieses eine Blatt hier auf dem Rand. Das ist geil, oder? Ja, das ja. Macht richtig Bock. Das ist das, was jetzt erstes raucht und dann folgt irgendwann der Rest. Das ist das Aromablatt. Es gibt noch ein bisschen Glück. Aromablatt. Das Aromablatt. So, ich kriege, also Kohle liegt, das ist schön. Ja. Ich kriege Fidschi. Und was mache ich sich? Ich habe mir gebaut Kaschmir Mango mit ein bisschen Chabaco, was auch immer Mix. Oder? Gehe von aus. Tropic Lab. Banane. Also das ist Banane, Orange, Honig, Melone und Papaya. Orange und ein bisschen Grapefruit von Blackburn. Nice. Das Ganze schön. In Cosmo. In Cosmo. Aber deine Cosmo ist so hell. Ja, das könnte man sauber machen. Wie machst du den sauber? Ich gehe jedes Mal über den Rand rüber, dass ich dann jetzt so... Mit einem Lappen. Stahlschwamm? Ne, Lappen nur. Mit einem Lappen am Rand. Krass, aber sieht irgendwie cool aus und unique. Nice! Ja, also so ein Handylicht und so eine Styropor-Essensverpackung ist tipptopp Ambientlicht. Und jetzt rauchen wir hier noch Pfeifchen auf der Dachterrasse bei super angenehmen, sehe ich nicht wie viel Grad. Und das ist einfach unser Ausblick
Das ist so geisteskrank. Und jetzt ist richtig, richtig angenehm. Und der Satyr ist auf jeden Fall übernice. So kann man den Tag ausklingen lassen. Flugzeug/Kaffeemaschine oder was? Und nach einem erfolgreichen Kampf gegen diese Kaffeemaschine, wir müssen heute beide noch aufräumen, habe ich zwei Frühstücksköpfchen gemacht. Der rechte ist einmal Schock Ananas und Jungle Juice und der linke ist einmal Jungle Juice, Blackberry und Pinkman. Nice. Jetzt noch eincremen und dann geht's hoch. So, Yannick hat hier ein Köpfchen an, Freunde. Das ist Blackburn Peach Joghurt mit Satyr Pan. Das klingt, als ob es nicht funktionieren dürfte. Aber es ist geisteskrank geil. Und dann hat Yannick erzählt, er hat das mal in den Chat geschrieben und ich habe ihn für gefrontet. Und dann hat er es hier als ersten Kopf gebaut und ich fand's übel geil. Ist das frech. Aber es ist überragend. Ich muss da eigentlich schon mal erziehen, was ich dann schon. Okay, Poolpause war überragend. Jetzt geht's weiter. Ich treffe mich mit Yannick an der Kathedrale und dann fahren wir nochmal mittags zu La Chosa de Manuela. Weil es einfach so geil ist. Ey, die haben hier überall an den Restaurants diese Wassersprenkler, damit du da durch so einen schönen, feuchten Nebel laufen kannst. Das ist übertrieben geil. Da hängen hier überall diese Sprenkler oben. Das ist super nice. Sería una experiencia religiosa. Este mahón es otra cosa. Sigue esperándome así como si el mundo llegara a su fin. Más de ti yo quiero un chin. Quiero quitarte ese panticito supreme, bebé. Te tengo una propuesta. Y en tu mirada ya puedo ver la respuesta. Deja que los cuerpos hablen. Nachdem wir hier zu zweit wirklich 8 Millionen Kalorien weggemacht haben, ein sehr wichtiger Schritt, noch ein Espresso hinten drauf. So, mit dem Uber heim, dann kurzer Pitstop und dann letzter Tag Messe. So, Tag Nummer 3, Sonntagabend. Diesmal sind wir tatsächlich das erste Mal, während die Sonne noch scheint, am Start. Letzter Tag der Shisha-Messe in Sevilla. Na, Tacke. Ja, und wie ihr gehört habt, Tag 3 und damit auch schon der letzte Tag. Deswegen sind wir auch ein bisschen früher hin, aber den Tipp, den ich euch vorhin gegeben habe, mit geht eigentlich nicht, während die Sonne noch scheint, den haben wir zumindest an 2 von 3 Tagen auch eingehalten. Und da will ich auch dabei bleiben. An dem Tag war ich wirklich relativ alleine auf der Messe unterwegs, habe mir wirklich Zeit genommen, bin einfach von Stand zu Stand gebummelt. Die Messe in Spanien ist ja, wie gesagt, nicht so groß. Das heißt, wenn ihr einen Tag da seid, kann man das meiste sehen. Wenn man es ganz gechillt und gescheit haben will, dann macht man besser 2. Aber 3 ist eigentlich fast Overkill. Bei Bengala habe ich aber dann den Kopf gesehen. Dieses Loch in der Mitte soll ein Molassefänger sein. Ob das Ganze funktioniert, again, ich bringe das Teil mit heim. Wir gucken es uns demnächst im Stream an und vielleicht gibt es auch noch mal ein extra Video dazu, wenn das Teil taugt. Und da war wieder ein Paradebeispiel für, ja, Sachen verschenken und alle Leute stehen vor deinem Stand. Das klappt einfach immer absolut hervorragend. An dem Tag war es auch nicht ganz so heiß. Das heißt, man hat es eigentlich ganz gut ausgehalten. Aber ich erinnere mich noch an die letzten Jahre. Wenn du da früh auf die Messe gegangen bist, um 18 Uhr und dann da teilweise bei bis zu 40 Grad standest, da gehst du einfach kaputt. Da macht Shisha-Rauchen auch keinen Spaß mehr bei so heftigen Temperaturen. Ein Hookah-Battle gab es auch, bin ich nur kurz dran vorbeigelaufen und da war nämlich ziemlich viel los und das war der Tag, an dem ich mir den Sneaker-Kopf eingepackt habe und auch bei dem gucken wir uns bestimmt im Stream an, ob man den auch rauchen kann oder ob er wirklich einfach nur sehr, sehr coole Deko für mein Regal im Flur wird. Dann habe ich noch ein bisschen Dosai Black geraucht, da gab es auch ein paar verrückte Flavor. In Spanien leider, also für mich leider,
sehr, sehr viele cremige Flavor. Ich bin ja nicht so ein Freund von cremigen Flavoren, der ein oder andere geht, aber im Großen und Ganzen für mich eher schwierig. Und weil ich dann genug hatte von den cremigen Flavoren, bin ich zu Revoshi rübergesteppt. Die hatten nicht nur diese unglaublich geil aussehende Theke hier, also so auf Eisdiele gemacht, aber dann mit Tabaksorten. Fände ich voll geil für Shisha-Bars. Geht halt leider bei uns nicht wegen 25-Gramm-Regelung für Bars. Aber ich fand das da unglaublich geil aus. Und weil ich genug von den cremigen Flavoren hatte, gab es da noch einen wundervollen Revoshi Dab Strong, also ein Doppelapfel und dazu noch ein Chai mit Hüseyin-Abi. Und der Moritz war auch noch dabei und die Pfeife haben wir dann auch noch genossen. Und dann bin ich weitergegangen und musste mit Erschrecken feststellen, holy shit, die bauen schon alle ab. Und dann war einfach auch schon Tag 3 rum. Also ich habe noch ein bisschen mehr gemacht, was jetzt nicht auf dem Video war, wo ich einfach viel bei Leuten gesessen habe und mit denen gequatscht habe. Aber das war schon der letzte Tag Shisha-Messe. Sad. War nächste Shisha-Messe. Einen wunderschönen guten Morgen aus Sevilla. Die Jungs sind heute Morgen gefahren. Ich habe mir gestern Nacht noch am iPad meine nächste Unterkunft gebucht. Einziges Problem, Checkout 11 Uhr, Check-in 15 Uhr. Ich muss jetzt irgendwo 4 Stunden chillen mit meinem Stuff. Aber heute ist ein bisschen kühler. Das heißt, ich schlendere jetzt durch die Gassen, dann gibt es irgendwo Frühstück und dann gucken wir mal. So, ich bin in der Nähe vom nächsten Airbnb, aber erstmal gibt es das einzige richtige und wichtige Frühstück in Sevilla. Tostada, also Brot, Brötchen, con jamón, Kaffee, Orangensaft. So kann losgehen, einfach Orangensaft. 13 Uhr, ich konnte schon einchecken. Zimmer ist in 15 Minuten ready. Jetzt schicke ich gerade noch die Dachterrasse. Ist übrigens sehr zentral und war auch nicht sehr teuer und dafür macht es echt einen guten Eindruck. Also falls ihr mal nach Sevilla kommt, vielleicht NQN abchecken, oder? Wir gucken gleich erstmal, wie das Zimmer noch ist. Aber die Dachterrasse ist für Sevilla sehr groß, sehr schön. Da hinten ist die Kathedrale und das war das, was man immer nachts im Hintergrund gesehen hat, wenn wir oben Pfeife geraucht haben. Jetzt bin ich ja so ein Stück weiter gewandert. Ich weiß gar nicht, sieht man die Setas von hier? Da ist dieser Pilz. Habe auch die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, für welche Richtung ich gucken muss, weiß ich nicht mehr. Okay, ich finde es nicht. Naja, aber die Dachterrasse sieht auf jeden Fall schon mal super aus. Der Pool sieht super aus. Und dann gucken wir mal gleich, wie noch das Zimmer ist, würde ich sagen. Okay, kleine Roomtour. Ich bin mittlerweile im Zimmer. Holy shit, Digga. Das ist viel zu groß für mich. Also, hätte ich irgendwie nicht erwartet, dass das so massiv ist. Ich habe eine komplette Küche. Ich habe eine Couch. Ich habe einen Fernseher. Hallo, guten Tag. Ihr super Reiseallmann Marvin. Guten Tag, guten Tag. Eine extra Sitzecke. Aussicht ist nicht so geil, aber ist auch egal. Also habe ich nicht erwartet. Jetzt so ein Innenhof und guckst da so ein bisschen, ja, guckst da ein bisschen rüber. Wunderbar. Bett habe ich noch nicht getestet. Müssen noch den Bedjack machen. Bedjack. Ach, Kunst ist auch dabei. Und ist auf jeden Fall ein behindertengerechtes Zimmer. Also ich habe hier noch so ein Griffgurt. Aber was das auch heißt, ist, guckt euch diese riesige Dusche an. Also sie ist gigantisch. Das ist ein guter Vorteil. Ja. Regendusche von oben, noch ein normales Ding, Waschbecken, Spiegel, hallo, guten Tag. Ja, also auf jeden Fall riesig und auf jeden Fall nice. Ich würde sagen, wir machen noch den Bettencheck. Oh, das ist schön fest, geil. Oh, ich hasse es, wenn Betten so weich sind. Aber das ist perfekt. Geil, ey. Nice. Good night. Päuschen. Der Touri-Look ist komplett. Pooltime. Ich bin auf dem 4. Stock und das ist das Treppenhaus. Das sind wohl direkt die Wände von einer Kirche. Da steht Muro, also Mauer, Original, Iglesia, die Kirche. Ach, Digga, es steht unten drunter auf Englisch. Was bin ich für ein Dummkopf? Ja, das ist eine Kirchenmauer. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Treppenhaus. Und oben im 5. Stock ist die Dachterrasse. Da gehen wir jetzt im Super Touri-Look hin. Nach einer kleinen Powernap bin ich jetzt nochmal hoch auf die Dachterrasse. Bin eben schon in den Pool gesprungen.
bisschen rumgeschwommen. Der ist übrigens nur genauso hoch, wie das hier aussieht. Also Wasser geht mir basically bis zum Knie. Aber scheißegal, man kann da reinhüpfen und entkommt ein bisschen der Hitze in Sevilla. Morgen soll das Wetter tatsächlich schlechter werden und Mittwoch soll es vielleicht sogar regnen. Aber da bin ich schon wieder weg. Mittwoch fliege ich heim. Heute noch den Tag und morgen noch einen Tag Entspannung. Und dann geht es wieder nach Good Old Alemania. Hey, und wenn es schon mal Taco Bell gibt, dann bestellen wir da doch auch mal rein, würde ich sagen. Und dann gucken wir doch mal, spontanes Taco Bell Review, Mr. Beast Video am Start, rein da. Und wir haben folgende Sachen geholt, Pommes mit dem Burrito zusammen und dann noch einmal den Twin BC und ein Taco Supreme. Und das alles hat gekostet 12,70 Euro, inklusive der Lieferung über Glovo. Das ist schon nice. Nach ein bisschen viel Powernap geht es jetzt nochmal in die Shisha-Bar. Normal gehe ich immer zu Boho, aber jetzt wurde mir Neptuno empfohlen. Und das heißt, wir testen jetzt Neptuno. Attacke. Ich werde sogar abgeholt. Service. Der Seat ist nämlich auch noch in Sevilla und Seat und seine Freunde haben sich ein Auto gemietet und der war so nett, beziehungsweise ist wahrscheinlich hoffentlich noch so nett, mich gleich hier abzuholen. Bin hier mitten in der Innenstadt. Wenn man hier reinläuft, ist hinten mein Airbnb. Also auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Ja, und jetzt fahren wir noch zu Neptuno. Okay, ich habe doch noch einen ultraschnellen Sprint zum Carrefour Express hingelegt, weil ich gemerkt habe, nachher kriege ich kein Wasser mehr und ich habe kaum noch Wasser. Also habe ich noch schnell Wasser gekauft. Richtig. Stay hydrated, Freunde. Oder ihr seid jetzt im Vlog. Außer es ist nicht cool für euch. Dann seid ihr nicht im Vlog. Danke für die Fahrmitfahrgelegenheit. Hast du Platz? Ja. Wir haben da noch Cappies, wenn du möchtest. Geil. Also, Full Service, das ist ja besser als Cabify und Uber hier. So, wir sind angekommen. So sieht das Gerät aus. Ganz komische Gegend. Also da drüben ist auch alles dicht. Hier ist auch wirklich nichts. Und dann ist hier aber auf einmal die Bar. Schöner Kunstrasen unten und drinnen ist so getreu dem Motto, mehr LGB, mehr geil, oder was? Setzen wir uns rein oder raus? Ich finde, also mir ist wurscht. Beides okay, aber drinnen sieht wirklich anders wild aus. Ah, drinnen können wir Fußball gucken. Riegelpfeifen sehen wir schon mal. Und wirklich Shit-Tons auf RGB. Wild. Und damit nochmal willkommen zurück zu einem letzten kleinen Voice-Over und zwar ein kleines Fazit zu der Neptuno-Lounge. Die letzten Jahre war ich immer in der Boho-Lounge, die war, fand ich immer sehr, sehr solide. Und dieses Mal habe ich eine neue Bar getestet, von der ich jetzt dieses Mal gehört habe, dass die auch geil sein soll und zwar Neptuno. Bisschen weiter außerhalb, aber nicht viel mehr als Boho und Co. auch. Kopfbau, also erstmal Tabak, es gibt Darkblend, es gibt Meerloch, es gibt Funnel, es gibt HMD, es gibt Apple on Top. Den Virginia haben sie uns einmal in einem Funnel gemacht mit einem Apple on Top und die zwei Darkblend Blendköpfe, die haben sie jeweils im Vosco Rims ja mit einem Kalaut gemacht. Meiner war aber, warum auch immer, deutlich niedriger gebaut als der andere und auch mit einem Loch. Ich hatte einen Blackburn Must Age Darkside Mix. Der andere Kopf war ein purer Tangiers. Ich kann euch nicht erklären, wieso, weshalb, warum. Aber Pfeifenauswahl war cool. Rauch hätte ein bisschen mehr sein können, hätte ein bisschen mehr ballern können. Vielleicht hätte ich das aber auch einfach noch sagen sollen. Aber eine MIG, eine Regal und eine Blade und die Setups und Dark Blender und alles noch auf Caesar, da kann man nicht meckern. Junge, 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 einen wunderschönen guten Morgen. Das ist ja geisteskrank, Digga. Du stehst auf, guckst auf dein Handy, 3 Millionen Nachrichten auf WhatsApp. Die 200-Gramm-Regelung, Digga. Also die 25-Gramm-Regelung ist abgeschafft. Ich habe heute Morgen die Nachricht bekommen, jetzt habe ich hier auf der Couch eben noch auf Krampf mit so einer spanischen Duftfüße ein Reel gemacht, um allen Leuten Bescheid zu sagen, also um auf Insta Bescheid zu sagen, Digga, ich bin komplett euphorisch. Das ist also Happy Birthday Shisha-Szene oder so. Holy fuck. Darauf jetzt erstmal eine schöne Tostada con Ramon, oder? Wild. So, heute der letzte Tag. Gerade noch Frühstück reingezogen, direkt hier unter dem Pilz, den Setters. Und heute ist noch Mission Tabak. Ich habe die Namen und Adressen von Pais Dankos bekommen, die ich auf jeden Fall noch abklappern werde. Bisschen bewölkt heute, aber tut auch mal ganz gut. Vor allem, wenn man so weiß ist wie ich und innerhalb von 3 Sekunden in der spanischen Sonne verbrennt. Das hat eigentlich ganz gut. Also ich fetze noch den O-Saft weg, dann nochmal kurz ins Hotel, / Airbnb, / Apartment, / was auch immer. Und dann Mission Estanco. Mission Estanco, Freunde. Ich muss ungefähr 4, 5, 6 Kilometer weit weg. Ich laufe jetzt Richtung Setters, also zu den Pilzen, hol mir da so ein Leihfahrrad und dann gibt es eine kleine Fahrradtour in Sevilla auf der Suche nach dem schwarzen Gold.
Ich habe auf der Messe einen Mitarbeiter von Blackburn kennengelernt, der für Spanien zuständig ist. Und der hat mir eine Liste von Estancos geschickt, in denen es einen dicken, fetten Blackburn-Restock geben soll. Und dann stehen die Chancen ja auch gut, dass da auch anderer Blackburn am Start ist. Genau vor der stehe ich jetzt. Und zwar ist das da drüben die Estanco 125. Die haben alle Nummern. Und wir gucken jetzt mal, ob die wirklich Blackburn haben. Und alle Blackburn. Nena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes, candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Ay, baby, yo te quiero. Ah, Auswahl sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Wir haben Konzeptik, wir haben spanische Marken, Ambery, Odoman, Tradis, Sky, nice, Regal, sind das wirklich Regal? Ne, das sind Nachmach-Regal. Dann haben wir sogar X-Shisha hier, nice. Dann das hier, kenne ich gar nicht, Puer, Hookah-Mix, weiß nicht, ob das vielleicht Tee oder sowas ist, Kopfbaubretter, Zangen. Also für Shisha-Stuff sehr, sehr nice. Und das alles mit in der Estanco ist natürlich extrem geil. Dann gibt es noch Kohle. Ja, Black Coco auch am Start. King Coco. Und ganz, ganz wilde Mundstücke. Wild. Erstmal so ein Heineken-Mundstück. Ist das wild. Für meinen Papa noch ein Jackie-Mundstück. Nice. Das ist auf jeden Fall stark. Pokémon-Mundstück auch sehr, sehr cute. Auch sehr cool. Simpsons. Nice. Oh, hinten steht noch mal Shisha-Stuff. Hier noch mit so einem Gecko drauf. Kenne ich gar nicht. Chamäleon-Hookah. Und da gibt es auch jede Menge gute Auswahl. Und da hinten sehe ich doch auch schon ein bisschen Dark Blend. Sehr nice. Was gibt's? Tabu, Hukain. Nice. Revoshi oben. Sehr gut. Cabeza cuando me tocas, siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Semi-erfolgreich. Blackburn hatten sie jetzt nicht da, aber dafür habe ich zweimal Pinkman, zweimal Frosty, also den Must-Have, der einfach nur kühlen soll, und dreimal 30 Gramm Lemon Blast bekommen. Preise sind halt, also für Darknet ist gar nicht so günstig, aber oh, ich hoffe, ihr hört mich bei dem Wind. Heute ist echt sehr bewölkt und sehr windig, was aber tatsächlich mal gut tut nach den Tagen Hitze. Lemon Blast, Frosty, also der Cooling von Must-Have und der Pinkman von Must-Have, den habe ich bekommen. Und jetzt habe ich noch eine andere Adresse bekommen, könnte ich nochmal nach Blackburn gucken gehen. No estoy buscando no serio, pero admite que se pueden volver. Que yo no voy con misterio, pero advertí lo que puede suceder. Es hat actually ein bisschen geregnet, aber jetzt ist wieder gut. Ich habe mir jetzt mein kleines E-Bike geschnappt und düse jetzt von der einen zur nächsten Estanco, weil die ist 7 Minuten mit dem Fahrrad weg und ich finde eigentlich Fahrradfahren in anderen Städten total geil, weil du total viel von... Ein bisschen Achterbahn ist auch dabei, weil du total viel von den Städten mitbekommst, which is nice. Se le plana, ella se le explica. Ese lobo se come caperucita. Pero ella dijo que lo necesita. Por eso que nadie se lo quita. Esa nalga grande tetita. Ella es adulta, cara chamaquita. Por eso yo la llamo mi bendecita. So, schön hier rüber geradelt mit meinem Super-Uber. Also es ist ein Lime-Bike, aber du kannst dir die in der Uber-App direkt ziehen. Brauchst du nicht zwei Sachen. Du siehst richtig schön was von der Stadt, ne? Nicht wie aus einem Taxi, bist ein bisschen in der frischen Luft. Und irgendwo da hinten um die Ecke sollte jetzt die nächste Estanco sein. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen Blackburn finde und dann war das doch schon sehr erfolgreich hier. Und da ist er auch schon, Estanco 32 in Nevion. Ich
Okay, ich bin weg im Airbnb. Ich zeige euch, was ich mir Schönes eingekauft habe. Wir haben 400 Gramm Pinkman. Wir haben 400 Gramm Must Age Neptune. Das ist anscheinend der alte Frosty, also einfach nur kalt. Und dann habe ich noch zweimal 100 Gramm Schubbergrubber und 200 Gramm, also jeweils 100 Gramm von dem Zesty Bliss. Das ist der Lemon Sweets. Und dann habe ich noch dreimal 30 Gramm Darkside Lemon Blast. Wurst Center. Ja, also das ist meine Ausbeute aus España. Sí. Preislich liegen wir hier in Spanien. Beim Darkside kann ich es euch tatsächlich gar nicht mehr sagen. Und ich glaube, draufstehen tut es auch nicht. Der Blackburn hat 15 Euro pro 100 Gramm gekostet. Und der Must Age hat 25 Euro auf 200 Gramm gekostet. Und Virginia gibt es schon viel, viel günstiger. Also Virginia kriegst du hier ab, weiß ich nicht, 13 Euro für 200 Gramm. Das ist geisteskrank. Ich glaube, heute kostet 15, 16 Euro oder so. Das ist insane, Freunde. Das ist so nice. Aber auswahlsmäßig und einkaufserlebnismäßig würde ich trotzdem nicht mit Spanien tauschen wollen. Also ja, es ist saugünstig, aber du musst durch 18 verschiedene Estancos und dann kommst du da hin und dann haben die so eine Dose von einer Sorte Must Age da. Also hätte ich nicht irgendwie heute 10.000 Leuten geschrieben, ey, wo gibt's was und so. Also es ist schon geisteskrank stressig. Naja, hat alles seine Vor- und Nachteile, I guess. Oh, die großen Dosen haben wir ja auch bald wieder. Ja, jetzt ziehe ich mir noch kurz das Fußballspiel rein. Gerade ist Türkei-Georgien. Und danach geht es zum letzten Mal zu einem schönen Abendessen. Also hoffentlich. Ich teste was Neues und ich hoffe, es taugt. Und ja, dann habe ich auch keine weitere Abendplanung. Vielleicht noch irgendwo ein letztes Cerveza. Und dann geht morgen auch schon wieder der Flieger heim. Also obwohl ich noch zwei Tage mehr hatte, hat sich das irgendwie so schnell angefühlt. Naja, so ist das wohl. Hipnotiza a mí, fina come sushi, le encanta el Gucci, tal vez no es para mí, pero no me importa, ella a mí me aporta, la mujer que quiero yo me la quedo, la llevo a la costa, ando detrás tuyo a ver si se me da, rezándole a Diosito por una oportunidad, mami yo sé que lo tuyo tiene curiosidad, de ein letztes Gruß. Oh, wild. Das war gutes Timing. Portugal hat gerade das 2-1 geschossen. Ich bin im Hotelzimmer. Morgen muss ich ein bisschen früher raus. Ein letztes Bier in Spanien. Und bei dem letzten Cerveza lasse ich gerade so ein kleines bisschen die Messe-Revue passieren. In Spanien ist schon deutlich weniger los als in Frankfurt. Das sind deutlich weniger Leute, das sind deutlich weniger Stände. Aber das abends, outdoor, bei dieser Wärme und dann da Pfeife rauchen und alles so entspannt und kein... Du hast Platz ohne Ende, du kannst probieren ohne Ende. Also Spanien ist schon wirklich auch saugeil. Von der Auswahl her ein bisschen kleiner, aber dafür vom Vibe fast noch geiler als Frankfurt. Ich frage mich, ob es so geil wäre in Spanien, wenn es auch so groß und voll wäre wie Frankfurt. Das ist aber eigentlich ist es geil, dass wir beides haben. Ja, das soll es mit diesem Video gewesen sein, Freunde. Überlegt euch, ob ihr nächstes Jahr auch auf die Messe in Spanien kommt. Empfehlen kann ich es auf jeden Fall. Ist einfach ein geiler Vibe, wenn man es mit einem kleinen Spanienurlaub oder sowas verbindet. Brutal. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, adios, hermanos. Hasta la próxima. Yeah.